Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS15 auf der Map Ackendorf 231 zusammen mit dem Tino und dem Randy. Hallo. Hi Leute. Kann ich sagen, wo Strohlager ist? Weiß ich auch nicht. Da muss ich halt runter. Der Mixfeeder muss oben voll werden. Ich glaube, hier gibt's keins. Ja, wir wüssten's, wenn der liebe Begleiter von FSM schon dabei wäre. Ist überall nur Raps angesehen. Ach, ich gucke. Na. Ganz theoretisch unten bleiben. Unten bleiben? Ja, wir kommen jetzt eh gerade runter und der ist auch nachwärts nicht gerade schnell. Also du willst wieder hier weiter am Hex, Drescher, dann wechseln wir wieder. Nö. Kannst du auch ernten, wie du willst. Geh auch wieder rein. Mir ist egal. Wenn's dir egal ist. Dann? Dann möchtest du an? Wenn's mir egal ist, dann? Ja, wenn's mir egal ist, dann... Ja, mir ist es ja auch egal. Ach so, dir ist auch egal. Naja, dann egal. Was ist du da? Bist gerade noch am Ernten, war Tino? Ja, so ähnlich. Warum? Auf 10 und 11 ist Gerste drauf. Könnte man da direkt das Stroh einsammeln und in den Mixfeeder wieder stecken. Aber was muss denn für die Fische nach oben? Maismehl. Ja. Mais. Mais haben wir, müssen wir nur ernten. Ja, wir haben auch Mais im Lager, könnten wir vielleicht direkt verarbeiten. Tue ich das mal eben. It's a final countdown. Ich hab der Pleppo gestern auf mein Teamspeak, kickt mich von mein Teamspeak und verpisst dich wieder, Alter. Ja. Ich hab gedacht, ich seh dich richtig, ey. Was war so deine erste Reaktion? Verwirrung? Ja, ich dachte, Alter, was geht denn jetzt ab? Wieso hab ich denn jetzt gekickt auf dich? Normalerweise kann das nämlich keiner, weißt du? Ja. Und ich denk mir so, hä? Naja, eigentlich lustige Geschichte, wir waren ja gestern mit aufnehmen, Battlefield fertig. Und du hast dich verabschiedet, Ablo hat sich verabschiedet und Freezy dann irgendwann auch. Ich denke mir, ne, weiter dabei, ich gehe halt hoch, mache halt alles dicht, mein Zeug weiter. Und so 10 Minuten später so bei Steam, Freezy One lädt sie zu Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer ein. Kurz auf sein Teamspeak eingeloggt, vom Server kicken und wieder gegangen. Das ist nicht schlecht. Oh Mann, das ist alles. Ich hatte ja eigentlich gedacht, du machst einen Dehaier, lieber Freezy. Ich wollte auch, aber ich hatte den Season Pass ganz günstig geschossen, bei eBay für 5er. Und dann wollte ich den nochmal eben schnell testen, die neuen Maps und so. Und ja. Für einen 5er werden da Minusgeschäft gemacht. Ey, das habe ich mich auch gedacht. Und ich wollte mir den Season Pass ja gar nicht beholen. Der kostet ja bei Steam schon 50. Bei CD-Key-Seiten kostet der ja noch 40 oder 38 Euro, so um den Dreh. Ja, und die Season ist ja jetzt auch vorbei in dem Sinne. Ja, und ich wollte eigentlich bei eBay für Call of Duty so eine Trinkflasche kaufen für die Arbeit. Und dann habe ich aber Season Pass, 5 Euro. Ich so, Alter, war's, direkt Einkaufswagen, per PayPal bezahlt, Key bekommen, eingegeben. Ich so, nach mir die Sinnflut, ist mir scheißegal, was jetzt passiert. Weil das muss ein Fehler gewesen sein. 5 Euro, glaube ich, nie im Leben. War das Privatverkäufer oder das Gewerbliche? Das war gewerblich, aber da stand verfügbar noch 38. Deswegen denke ich mal, war gewerblich. Ja, okay. Ja, kann sein, weil wissen, wo die eingekauft hat. 5 Euro ist echt schon billig. Ja. Trinkflasche von Call of Duty für die Arbeit. Ja, das halt auch jeder sieht, ne, woher man kommt. Alter, wenn du aber so ein paar Stunden an der Kasse die ganze Zeit stehst, Alter, und du kannst nicht weg, dann brauchst du was zu trinken und wir dürfen halt nicht die offensichtlichen Flaschen da stehen haben. Aber so eine Call of Duty Trinkflasche ist unfair. Ja, die ist ja so klein und da kannst du alles reinfüllen, die kannst du dann unten im Schrank stellen und zumachen, aber da passen also, keine. Passen nicht die großen Flaschen rein und ich habe auch keinen Bock, immer so einen 6er Träger extra nur für die Arbeit zu kaufen. Fülle ich mir die Scheiße besser ab. Gibt's hier irgendwo günstig Wasser? Nee, ne? Ja. Na gut, aus dem Wasserkraftwerk, wenn wir's hätten. Muss ich eigentlich jetzt das Mais bei Hof 1 reinschmeißen? Die sind miteinander verbunden, also das ist relativ.
Was willst du denn, wo willst du das reinschmeißen? In den CCM-Gedöns da. Ja. Achso, das ist nur da unten. In die Maschine, ja. Dann schmeiß ich das jetzt gleich bei Hof 1 da rein. Oh, das ganze Feld liegt voller Stroh, das sammle ich sofort ein und bringe das hoch. Aber jetzt bleibt ja noch die Frage, hast du deine Trinkflasche auch noch gefunden? Ja, ja, die habe ich auch bestellt. Ja, das ist sowas, was überhaupt gibt, okay. Ich meine ist Mäuse, Tastaturen, ja. Aber Trinkflaschen? Sogar von dem Mörschmarkt ist groß. Ja. Gut. Gut, Headset. Eine Butterbrotsdose dazu holen können, aber. Oh, nee. Naja, das habe ich dann nicht. Zielgruppenorientiert. Muss ich das jetzt quasi das Wasser kaufen, oder wie? Ja, ne, wie immer halt. Haben wir einen Brunnen am... Ja, wir haben das am ersten Hof und unten bei Dings hier, bei den Gewächshäusern. Der Brunnen kostet aber auch Geld. Ja, ja, und unten bei den Gewächshäusern. Wenn der Brunnen auch Geld kostet. Ja, kostet alles halt, ne. Wir können es halt wirklich nur kostenlos kriegen, wenn wir das Wasserwerk haben und am Laufen halten. Hm. Ja, ja, kommt das dann, ja. Da ist hier mal direkt ganz voll. So. Was gibt's noch, Leute? Was gibt's noch Neues, Leute? Jo, von Metal Lord gibt's oft mal nix. Oder was ist denn jetzt noch so getrendet? Das geht schon wieder zu sehr ins Offensichtliche. Warte, lass mich überlegen. Ah ja, es gibt wieder ein paar Ansagen. Ja, ja, aber ganz kurz gehalten. Diesmal kam eine Ansage an von Alt Banana hier TV. Der hat eine Ansage an Tanzverbot gemacht. Und Tanzverbot hat halt logischerweise wieder darauf reagiert. Und hat sogar damit das erste Mal, was er sich selber fand, das erste Mal in die YouTube-Trends geschafft mit dem Video. Ich glaube, also 200.000, 300.000 Klicks innerhalb von 24 Stunden. Dann kommst du damit auf die Startseite. Ja, aber das war nichts weiter. Banana hat nur gesagt, was das für ein Spaß ist. Also, aber halt nichts mit beleidigend, sondern halt alles sehr seriös, so gehalten, so auf Deutsch übersetzt. Na, alles sehr, sehr anständig. Ja, darauf hat Tanzverbund natürlich reagiert. Und KuchenTV hat sich natürlich auch wieder mit eingeschaltet, ist ganz klar. Ja, aber ansonsten. Ne, Simon Desio hat ein neues Video hochgeladen: Baden in 100 Kilogramm Schleim. Oh. Neben Baden in 40 Kilogramm Nutella, ne, das ist so eine Serie, die dann so fortgeführt wird. Kann der Schleim nicht mal irgendwie ektoplasmisch werden bei Ghostbusters und den dann auffressen oder so? Oh. Fällt ja keiner mal aus, ey, mit was die YouTube zumüllen, ey. Na gut, andere Sachen, ey, das ist auch scheiße, von daher. Und, ja. Ansonsten, ne, das Bibi und Julian, ne, baden in 1000 Wasserballons in ihrer schönen Wanne. Die haben übrigens so eine schöne Wanne, wo wir mal geguckt haben vor Ewigkeiten. Du erinnerst dich, die an der Seite so, so ja, Glas ja, hat, ne? Wow. So offen ist. Ja. So, guck jetzt mal zusammen nach Badewanne, was läuft denn da? Weil ich wir bin... wir haben eine Wanne gesucht, wo wir zu dritt mit deiner Mom reinpassen. Als Maul. Hätte ich mal nichts gesagt, ey. Das war jetzt gut. Immer wieder das Gleiche. Oh. Immer wieder. Ja, die haben halt so, ne, weißt du, aber mehr ist das halt auch nicht. Das ist halt, du merkst halt, wie strunzend dürfte die sich für die Videos da stellen. Oh. Ja, ja. Wie zum Beispiel im Hotelzimmer, die waren ja irgendwo viel Pizza oder so Wasserbomben, da sich gegenseitig an den Arsch geschmissen, natürlich im Hotelzimmer, zack. Bestimmt, oder? Ja, so auf Deutsch und dann immer, ne, so zack, ging so ein Wasserballon in die Steckdose rein. Julia, das kannst du doch nicht machen. Was soll ich denn machen? Warum machen wir das überhaupt drin? Ja, schlaue Frage, Watson. Warum schmeißt ihr euch mit Wasserballons im Hotelzimmer? Würde ich mich auch gern mal fragen. Ey, Behinderung ist wirklich... die erfinden sie immer wieder neu, ey. Ja, das ist wohl wahr. Aber ansonsten, nee, alles... Alles, ja, alles soweit. So, warte. Normal gehalten. Ich muss ja ins Blumenhaus wegen Wasser. Richtig, bist fast dran vorbeigeradelt.
Nö, aber ist gar hoppala. Ja, und soweit alles relativ ruhig. Ich muss gerade nochmal in Gedanken durchgehen, ja. Ellie hat es geschafft. Ach. 15 Minuten, ne, 10 Minuten, Entschuldigung. Labern hören. 10 Minuten hat es geschafft zu labern über einen Kommentar, den ein Zuschauer geschrieben hat, dass sie angeblich fett wäre. Ja, ja. Aber ja. Das Video ist auch abgegangen wie Sau in das liebe 1 Million Klicks. Das kann nicht wahr sein, ey. Wirklich, also, da hat sie auch mal wieder ein trendy Video gehabt. 1 Million Klicks, ich bin fett. Dann wird er so ein Thumbnail, wo die halt so drauf ist mit ihrem Kevin Klein Gedöns, was du im Video nie siehst. Und dann wirklich 10 Minuten sich da hinzusetzen und zu sagen, da hat einer geschrieben, ich bin fett und andere verkraften das nicht so wie. Aber ich denke, Alter, man kann sich auch. Wenn man wirklich keine Ideen mehr hat, was man gerade macht, macht man sowas. Ja, ohne Witz. Das ist Wahnsinn. Ich finde das ja, ansonsten finde ich das ja immer sehr belustigend so. Obwohl das Kommentare kommentieren, was die macht, ist jetzt nichts Aufwendiges und diese Vlogs sind halt Vlogs, ist jetzt auch nicht allzu besonders. Aber sich da wirklich hinzusetzen in 10 Minuten über das einzelne Kommentar, das ja nicht schlecht. Kann man mal machen. Du hattest mir doch letztens in der Gruppe, in der Konfi, einen Link geschickt von so einem komischen YouTuber. Ich will den Namen nicht nennen. Achso, willst du nicht nennen? Schade. Ja, ja. Ja, Miguel! Der, wo ich dir gesagt habe, der hat auch schon mal unter meinem Video kommentiert. Ja. Ach, der Typ, ja. Der hat, wo wir geguckt haben, 2000 gehabt, ist jetzt bei 4000, da habe ich gedacht, Alter, 2000 in 2 Tagen, habe ich geguckt, der Concrafter hat den gedisst. Ja. Ja, klar. Na, der hat ja Concrafter gedisst. Oder eher den, was weiß ich, hab gedacht, ja. Kann nicht wahr sein. Und vor 14 Minuten kam da nochmal eine Ansage raus. Der wird halt besser. Ja. Oh, ey. Ah, nicht, dass du frierst, der hat ja eine Ansage gegen Concrafter gemacht, Concrafter hat darauf geantwortet und Tanzverbot hat eine Ansage an Concrafter gemacht. Was sich denn einbildet, auf sein Fake zu reagieren. Echt jetzt? Ja, klar. Die Welt ist so kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin die Römer, ey, ohne Mist, das geht zur Zeit ab, ey, das ist ja übel. Ja. Besteht nur noch aus Ansagen, nicht mehr, nicht weniger. Gibt nur noch Ansagen, ey. Aber auch mal ein paar Ansagen machen. Zum Beispiel, ne, wie Drachenlord, ne, der hat ja auch eine Ansage gemacht an sein Energy, das hat man ja schon, müsste halt auch mal machen, ne? Ansage an meine Wohnungsvermittlung. Warum zahle ich überhaupt noch Miete? Ich wohne hier seit 6 Jahren. Was kann ich so mal kostenlos sein? Ja, so eine Scheiße müsste man wirklich mal machen. Ich glaube, wenn ich sowas machen würde, würde meine Freundin mich hauen. Hätte Mo bei einem Peter-Video machen können. Ansage gegen Peter. Das wäre bestimmt noch geiler gekommen, Alter. Das, gut, ich hätte es nicht machen können. Tino so oberkörperfrei. Sich kurz eine Zahllücke in der Mitte gemalt. Jo. Doppelfarming, was geht? Jo, Doppeldrescher hier am Start, Mann! Doppeldrescher. Nee, hier, ey, Doppelgrube am Start, ich hab gehört, ihr wollt Doppeldrescher? Also Drescher. Ja. Drescher. Ach, man. Halt's mal. Also, warte. Naja, aber. So, wer brauchte noch alles Wasser? Düngefabrik oben, brauchte die Wasser? Ich glaub, die Kompost, Pflaumenfabrik. Gott sei Dank. Ja, Pflaumen müssen immer schön nass sein. Was ist denn da so lustig, du Mongo? Wegen Pflaumen nass. Entschuldigung, aber es muss jetzt einfach sein. Ja, wegen. Ich glaube, er hat die Poernte schon verstanden. Poernte? Was hast du denn da angesehen? Poernte. Poernte. Natürlich sollte man das Anfang nicht so weit betonen, aber ansonsten ist das richtig. Pflaumen sind ja komplett leer, das ist ja gar nichts. Poolernte, ja. Ja, es ist nirgendwo was drin, du Kacklappen. Falls du Schwindel kriegst. Bei den Kirschen ist voll. Mehr als voll. Wer ist voll? Kirschen. Ist da Wasser drin? Wasser drin, Düngermittel drin, Schmiermittel drin, alles drin. Was ist denn oben beim Dünger? Haben die noch Wasser gebraucht? Ne, da war das andere. Alter, Wasser war genug drin, aber die andere Zutat fehlten. Beim Dünger brauchen die aber Wasser, meine ich. Fahr halt hoch. Brauchen sie zu ihrer Wasser? Kannst du mal gucken, kurz, wie sie die Kühe Wasser brauchen? Kannst du dich selber auf ihn gucken? Nee, weil ich fahr grad Vollgas hier durch die City, Mann, ey. Nee, 20.000 Liter sind bei den Kühen.
Oh, Alter, fahr weg, Chopper! Oh, ich hab deinen großen Dings dran. Ich kann nicht bremsen, ey. Mann. Aber wir sind auch erstmal wieder fertig. Gut, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und schaut bei den anderen zwei vorbei und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und. Tschüss. Und.